Also ich habe mir gedacht, nach den ganzen Geschichten, die wir am 31C3 nochmal erfahren haben, von Jacob Applebaum, dass SSH mittlerweile wohl auch im Visier der NSA ist. Gut, hätte man natürlich drauf kommen können. Hat es aber inzwischen auch rausgekommen, dass das Prüfstand ist. Ah, okay, das war mir gar nicht bewusst. Was ist da der aktuelle Stand? Müsste ich nachgucken, ist heute nur vor einer Woche oder so mal durch. Gut. Also es ist halt auch nicht kaputt. Na egal, auf jeden Fall habe ich mir das Ganze mal zum Anlass genommen, um uns ein bisschen über Krypto zu unterhalten. Und als kleiner Disclaimer vorweg, ich übernehme für nichts Verantwortung, wenn ihr meine Anweisungen befolgt, denn ich habe eigentlich auch keine Ahnung, nur dass wir das mal geklärt haben. Aber genau, weil ich keine Ahnung habe, habe ich mir gedacht, ich befasse mich mal mit der ganzen Sache ein bisschen. Und meine Ergebnisse sind halt einfach mal so ein bisschen Zusammenfassung, was für Algorithmen und Cypher gibt es denn da draußen. Vielleicht ein paar Worte, was ist besser, was ist schlechter, warum, wieso und weshalb. Dann Konfigurationsbeispiele, was ist so ein String, den man OpenSSL geben muss, dass eine sinnvolle Liste bei rauskommt. Oder was mache ich mit meiner .ssh-config und so weiter, um einfach ein bisschen die Krypto, die standardmäßig schon drin ist, zu verstärken. Viele von den Beispielen sorgen dafür, dass Windows nicht mehr geht und allgemein auch also alte Windows-Versionen. Wo ich jetzt mal Vista dazu zähle. Und wird nicht verkraftbar. Ja, also 7 und 8 sind okay bei vielen Dingen. Genau. Also, ja, genau. Also, wenn ihr das anwendet, achtet darauf, dass alle Leute, die zu eurem Server müssen, auch noch kommen. Es ist nicht unbedingt garantiert. Ja. Und dann noch eine kleine Zusammenfassung. Also, fangen wir mal an. Als kleine Motivation, wie gesagt, SSH, habe ich mir gedacht, was ist denn da so eigentlich standardmäßig drin? Und es zeigt sich, es ist ziemlich viel vielleicht Bedenkliches. Also wir sehen diverse NIST-Kurven, die ziemlich weit oben bei den Präferenzen stehen. Also links oben ist immer das Präferierte und rechts unten ist der Fallback sozusagen. Also wenn ihr nichts macht und das sowohl Server und Client links oben unterstützen, wird es genommen. Ja. Und ja, also wie man sieht, viel NIST-Zeug. Aber man sieht im Fallback-Bereich auch einiges Altes. So ARC4 ist halt RC4 im Prinzip, also was man nicht mehr unbedingt nehmen sollte. Ist deswegen halt problematisch, weil theoretisch ein Man in der Mitte halt einen Fallback auf einen anderen Algorithmus erzwingen könnte. Das heißt, was ihr eigentlich wollt, ist, dass ihr eine Fehlermeldung bekommt. Weil sonst, wer achtet schon drauf, mit welchem Cypher sich SSH verbindet. Ich mache standardmäßig nicht, ich gehe einfach rein, auch so schon krass. Aber ja, sollte man nicht. Und bei den Macs ist ein Problem, viele OpenSSH-Versionen unterstützen zum Beispiel Encrypt dein Mac nicht, sondern machen standardmäßig Mac dann Encrypt, was auch ein bisschen problematisch ist. Ja, also sollte man einfach darauf achten. Gehe ich aber nachher nochmal genauer drauf ein. Also die Idee war hauptsächlich, es ist viel Zeug drin, dem man vielleicht nicht trauen sollte. Gut, schauen wir uns mal an, was gibt's so. Die Standardalgorithmen, die beim Key-Exchange ablaufen, also quasi der Bereich, wo bevor die verschlüsselte Verbindung überhaupt aufgebaut wird, müssen sich ja beide Seiten auf einen gemeinsamen symmetrischen Key einigen, mit dem dann die Hauptverbindung verschlüsselt wird. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen sie auf den Key? Da gibt es verschiedene Algorithmen und das sind so die, ich sage jetzt mal, wichtigsten, häufigsten. Die Standardvariante bis vor vielen, vielen Jahren war also RSA-mäßig. Das heißt, einfach, wir kennen ja den öffentlichen Key vom Server, dadurch, dass wir ein Zertifikat haben. Also schicken wir einfach einen von uns gewählten symmetrischen Key für den nächsten Schritt, verschlüsselt über dieses RSA-Key, der in dem Zertifikat steckt, zum Server. Der hat ihn auch und dann können wir anfangen. P-Shared Key ist quasi das Ganze noch einen Schritt vor. Da haben einfach beide Seiten den Key. Und Diffie-Hellman ist so der heutige Standard. Also die Idee dahinter ist halt, durch verschiedene gruppentheoretische Operationen sorgt man dafür, dass beide Seiten Secrets miteinander austauschen, sodass jemand, der in der Mitte zuhört, trotzdem eigentlich nichts damit anfangen kann. Also ich will jetzt nicht auf die Details eingehen. Genau, und die daraus weiterentwickelte Form, die heutzutage eigentlich so das Beste ist, was es gibt, ist eben Ephemeral Diffie-Hellman. Das hat zusätzlich noch den Vorteil, dass es eben Forward Secrecy beinhaltet. Das heißt, jede Verbindung, die so mit aufgebaut wurde, ist einmalig verschlüsselt und ist echt drin. Wenn man eine Verbindung abschnorchelt und entschlüsselt, kann man halt mit der Verbindung nichts anfangen. Genau. Jo. So viel zu Key Exchange. Der nächste Schritt ist, wir müssen, also klar, die Empfehlung ist, denke ich, ziemlich offensichtlich, Ephemeral Diffie-Hellman, weil wir wollen alle Forward Secrecy haben.
Genau. So, die nächste Schritte ist dann quasi der Cipher selber. Das heißt, das sind die Algorithmen, die symmetrischen Algorithmen, die dann für die Verschlüsselung der kompletten Verbindung verwendet werden. Ja. Die Standardmethoden, die heutzutage eigentlich verwendet werden, sind AES-Methoden, also einmal in verschiedenen Modes of Operation. Also wir haben den AES-Counter-Mode. Die Idee dahinter ist halt einfach, also das große Problem ist ja, dass AES eine Blockchiffre ist. Das heißt, wir können ja nur einzelne Blöcke von Daten verschlüsseln und wir wollen aber dafür sorgen, dass die Art der Verschlüsselung in den einzelnen Blöcken unterschiedlich ist. Weil wenn man die sogenannte Cookbook-Methode einfach anwendet, das heißt, jeden Block schlicht und ergreifend mit dem symmetrischen Key verschlüsselt, kann man halt immer noch relativ viel Information aus dem Bild rauslesen. Da gibt es so ganz bekannte Beispiele, wo man halt Tux den Pinguin nimmt und mit AES verschlüsselt den und man kann ihn halt immer noch irgendwie erkennen. Und um das halt zu verhindern, sorgt man dafür, dass der Verschlüsselungskey sich jedes Mal bei jedem Block leicht unterscheidet. Und wie man das machen kann, gibt es so mehr oder weniger drei bekannte und wichtige Methoden. Einmal die Counter-Methode, das heißt im weitesten Sinne, man hat eine Nonce, die gleich ist und dann hat man einfach einen Counter, der läuft hoch, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und das reicht eigentlich schon aus, um den Schlüssel für jeden Block ein bisschen zu verändern, sodass man aus dem Verschlüsselten nicht mehr wirklich irgendwelche Strukturen hat. Genau, was haben wir noch? Wir haben Cipher-Block-Chaining, da ist die Idee, dass der verschlüsselte Text jedes Mal auf der verschlüsselte Text von einem Block jeweils wieder einwirkt auf den anderen Block. Und Galois Counter-Mode ist sozusagen nochmal eine verbesserte Version davon, die zusätzlich zu dem Counter von ganz oben noch einen Integritätsschutz beinhaltet. Das heißt, wir wissen, also im Prinzip, wir können bei der Entschlüsselung schon feststellen, ob jemand mit den Daten, die über die Server-Client-Leitung geschickt wurde, irgendwas verändert hat. Bei den anderen muss man das mit einem externen Algorithmus noch zusätzlich bewerkstelligen. Ja, Charlie. Bei dem Cipherblock Chaining Mode heißt es quasi, ich nehme mein erstes Paket, verschlüssele das, benutze das, was da rausfällt, um dann das nachfolgende Paket auch irgendwie zu verändern. Genau. Heißt das nicht aber auch, wenn ich in der gesamten Kommunikation, wenn der Empfänger ein Paket nicht kriegt, kann er alles danach nicht mehr lesen? Dafür hast du ja TLS. Dafür hast du TCP. Okay. Das stellt halt in gewisser Weise einfach sicher, dass du die Pakete bekommst in Richtung einfach und so. Das heißt, auf der Ebene, wo die Software sich bewegt, haben wir das Problem schon gar nicht mehr. Multi-Layers, how do they work? UZI-Layers, how do they work? Genau, so. Was man zum Cipher-Block-Chaining vielleicht noch sagen könnte, da gibt es halt, also die Frage ist natürlich, was machen wir mit dem ersten Block? Den können wir natürlich einfach so verschlüsseln, aber das ist ein bisschen blöd, weil dann kann man eventuell, wenn man genau einen Plaintext hat, halt die ganze Sache wieder aufdröseln. Deswegen ist die Idee da, dass man einen sogenannten Initialization-Vektor verwendet, der halt möglichst zufällig irgendwie sein soll. Aber wenn der schlecht gewählt ist, kann man halt sehen, dass da in gewisser Weise das Problem von dieser Cipher-Block-Chaining-Methode liegt. Deswegen ist das Cipher-Block-Chaining tendenziell nicht so eine gute Idee, während die Counter-Methoden sind schon etwas geschickter, etwas besser. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht so viel darüber. Die anderen, die ich noch erwähnen wollte, waren einmal RC4. Das ist so eine klassische Stromchiffre, die wirklich dafür gedacht ist, um den Datenstrom zu verschlüsseln. Ist aber ziemlich geknackt, also nicht mehr verwendet. Dann gibt es noch Camellia. Das ist ein bisschen so die Variante aus Japan zu AES. Und zwar wurde die von Mitsubishi und NTT, zwei japanische Firmen, entwickelt und auch einfach eine ganz normale Blockchain. Aber wird halt nicht benutzt. Es ist nicht so wirklich Code Review DIS. Also kann man so nicht was sagen. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch Triple Desk, auch ziemlich kaputt. Und die neue Stromschiffe von DJB heißt ChaCha20, habe ich jetzt auch nur durch mein Research das erste Mal überhaupt gesehen. Die ist wohl relativ gut und relativ sicher und ich verwende die auch mittlerweile standardmäßig. Okay, das war eine Liste und dann die Frage ist, was ist die Empfehlung? Wie gesagt, AES Counter oder GCM sind Standard. Camellia ist okay, wenig getestet. ChaCha 20 ist halt ziemlich neu. Und ganz wichtig ist, Blockgröße sollte man größer 128 Bit nehmen. Weil alles drunter ist mittlerweile eigentlich auch schon mit dem großen Cluster zu knacken. Gut. Schauen wir mal weiter. Und zwar, wie gesagt, wenn man mit einer Blockchiffre verschlüsselt, hat man immer das Problem, dass man auch irgendwie sicherstellen muss, dass die Daten, die ankommen, auch die richtigen Daten sind. Weil unter Umständen, wenn jemand geschickt hingeht und die Daten manipuliert, kann er unter Umständen Informationen, die übertragen werden, bekommen. Ich muss das zumindest auch nicht genau, wie es funktioniert. Aber das Wichtige an der Sache ist, dass man eben die Daten, die übertragen werden, irgendwie hasht.
und das den ganzen Hash mit überträgt, dass man sicherstellen kann, die Daten, die angekommen sind, sind auch wirklich die, die losgeschickt wurden. Genau. Und die wichtigsten Algorithmen sind halt die Standard-Hash-Algorithmen, die man kennt, also SHA, SHA-1, dann die ganze SHA-2-Familie, also diese SHA-256, 224, 512 und so weiter. Dann, klar, SHA-3 gibt es mittlerweile auch und ein paar gebrochene, also MD5 sollte man nicht mehr verwenden, ich wüsste ja eigentlich. Und der neue Digest, der zusammen mit diesem CHA-CHA-20 verwendet wird, von DJV entwickelt, ist Poly 1305. Macht auch so ECC-Voodoo-Zeug, genau, weiß nicht, wie es geht. Genau, und dann gibt es nochmal eine Möglichkeit, also das Problem ist, wenn man sich auf einen von diesen Hashes einigt, hat man eventuell das Problem, dass der geknackt wird. Wenn man aber zufällig aus einer Menge von Hashes einen auswählt, ist man vielleicht ein bisschen sicherer und dafür gibt es diese UMAD-Methode, die aus einem Pool von Hashes der passenden Größe halt den auswählt, den man eigentlich will. Oder nicht den man will, sondern wählt halt einfach zufällig einen aus und schickt es dann wieder. Macht es ein bisschen schwieriger. Genau. Ja, die Empfehlung da, ganz klar, MD5, SHA-1 sind verwundbar bzw. gebrochen, sollte man nicht mehr verwenden. SHA-2 ist eigentlich die beste Wahl, momentan das verbreiteste, also so 256, 512 sind eigentlich sicher. Und Key-Größe auch hier, größer 128 Bit. Und wichtig ist auch noch, es gibt im Prinzip mehrere Ideen, wie man das verbindet mit den Verschlüsseln. Einmal, man mackt das Ganze erst, also man macht erst die Integrität, verschlüsselt dann das Komplette und schickt das rüber. Oder aber man macht das Ganze umgekehrt, dass man eben erst die Verschlüsselung macht und dann den Integritätsschutz außenrum. Das ist also quasi Encrypt, then Mac. Und das ist die bessere Variante, weil da hat man weniger Attack-Möglichkeiten. Deswegen sollte man immer erst Encrypt, then Mac nehmen. Dann in dem Fall mit I, sonst macht das keinen Sinn. Sorry, wenn ich da jetzt nicht recht schreibe, Korrektur machen. Wo ist ein Fehler? Das then. Then oh, das ist stimmt. Der Komparativ. Hast du recht. Das ist ein Fehler bei dir. Ja, danke schön, Slobo. Ganz wichtig. Hätte auch sonst keiner gemacht. Okay. Ja, dann noch vielleicht ein Slide zu elliptischen Kurven. Ist eine coole Sache, weil es gibt enorme Performance-Möglichkeiten dadurch, weil im Prinzip sich die ganzen Operationen, die man durchführen muss, billiger in diesen finiten Gruppen darstellen lassen, auf jeden Körpersitz eigentlich sogar. Theoretisch, wenn man es richtig macht, hat man keine Sicherheitseinbußen, aber problematisch ist, wenn man die Parameter, die in diesen elliptischen Kurven wählt, entsprechend schwierig oder entsprechend gut wählt aus Sicht desjenigen, der angreifen will, dann ist es unter Umständen relativ einfach, den Klartext und wieder den Klartext bzw. die ganze, den Schlüssel, der verwendet wurde, dann wieder rauszurechnen. Deswegen sind eben die NIST-Kurven problematisch, weil man geht davon aus, oder man weiß auch sogar, dass die NSA da einige Einschluss bei der Wahl der Parameter hatte. Und die Kurve von DJB, die er empfiehlt, ist diese AD2559, das ist eine Edwards-Kurve. Der Vorteil bei der Kurve ist nicht nur, dass sie eben, also die Parameterwahl ist eben sehr gut dokumentiert, warum er die Parameter gewählt hat und nicht andere. Und ein großer Vorteil gegenüber den NIST-Kurven ist auch noch, die Implementierung ist besonders einfach. Also während man bei den NIST-Kurven an einigen Stellen ziemlich gut aufpassen muss, dass man die richtigen Corner-Cases beachtet, und sonst kriegt man irgendwelche Teilen durch Null oder irgendwelche ganz ekligen Dinge, ist es bei der Edwards-Kurve quasi automatisch gegeben, dass das nicht passiert. Also da gibt es ein Paper von DJB, wo er auch relativ klar sagt, warum die Kurve besser ist als Standard-ECDSA zum Beispiel. Also warum ECDSA mit der besser ist. Genau. Also prinzipiell elliptischen Kurven ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man die richtige Kurve wählt. Genau. Gucken wir uns mal ein paar Konfigurationsbeispiele an. Erstmal OpenSSL. Ich denke, ihr wisst eigentlich alle, wenn man OpenSSL Ciphers und dann den String eingibt, dann kriegt man die Liste von den Ciphers, die OpenSSL einen ausspuckt für so einen String. Und was für Strings man da empfiehlt, das sind auch Sachen, die kann man dann bei der Konfiguration vom Webserver zum Beispiel den Ding übergeben. Das heißt, darüber wählt er dann die entsprechend genutzten tatsächlichen Cypher-Gruppen aus im Endeffekt. Genau. Was empfohlen wird von mir jetzt, ich persönlich verwende diese echt hässlich aussehende Variante. Für Paranoide kann man auch das hier empfehlen, aber das Problem ist, das geht dann nur für OpenSSL 101G. Nur mal kurz zu zeigen, was da eigentlich dahinter steckt. Größer oder größer gleich? Ich glaube
höchstwahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Probier es aus. Beziehungsweise lass daher, lass die Leute ausprobieren, für die du es ausprobieren. Die deine Services brauchen. Ja. Ja, das ist toll. Danke, dass ich. Der Diener ist jetzt toll eingestellt. Wie? Sollte keine Fenster öffnen. Ja, weil es ist der gesamte Aufbau auf dem Wiener. Ja, super. Ah, das habe ich vergessen. Das ist mit Set. Hi, genau. Das heißt, im Endeffekt, aus dem komischen Ding kommen genau zwei Dinge raus. Und zwar einmal Thermal Diffie Hellman mit RSA als Key-Austausch, beziehungsweise das ist zur Authentifizierung des Servers. Dafür wird das RSA verwendet. Das ist der Key-Austausch. Ja, kann ich machen. Theoretisch. Das geht's nicht. Achso, genau. Und das war zu viel. Besser. So kannst du alle lesen. Also was das machen würde, wäre eben, wie gesagt, Thermal Diffie Hellman, RSA zur Authentifizierung, AES 256 mit dieser Gallo-Counter-Methode und dem Chart 300 irgendwas als Cypher und Message Digest. Also um die Integrität der Nachricht zu beinhalten, zu sicherzustellen. Und ja. Das noch als Fallback ohne Galois-Counter-Methode. Das würde dann einfach nur den AES machen. Genau. Aber das Problem ist halt, dass naja, nicht viele das, nur die zwei Cypher unterstützen. Deswegen. Und dann noch vielleicht ein anderes String einfach mal. Ja, diese OpenSSL-Strings, muss ich ehrlich zugeben, sind immer ein bisschen kacke. Also sie sehen ja nicht wirklich viel sagen aus. Das ist die Variante für Realisten, die auch ich verwende. Weil um ganz ehrlich zu sein, diese tolle kurze Variante hier hat auch noch den Nachteil, dass Firefox nicht funktioniert damit. Also ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Okay. Ach Mist, da habe ich einen Space reingebaut. Das ist ja doof jetzt. Also der macOS kommt Error in Cypher List. Ah super, klasse. ja, ich habe das nur auf meinem Vega Server getestet. Also alles andere gebe ich keine Garantie für. Ja, da funktioniert es bei mir auch. Dann bin ich ja froh. Keine Ahnung, würde mich aber mal interessieren, was der dich erkennt. Also sag mir Bescheid, wenn du es gefunden hast. Ja, also im Prinzip, was das Ganze hier macht, ist halt viel Voodoo und ist ein bisschen blöd, weil wenn man einfach nur zum Beispiel sowas wie High oder Low angibt, dann gibt OpenSSL das Ganze halt in genau der Reihenfolge aus, die standardmäßig implementiert ist. Und wenn man dann eben hingehen will und möchte halt die Reihenfolge umändern, muss man es teilweise erst deaktivieren und hinten dran wieder hinzufügen. Aus der langen Liste kommt das raus. Das heißt, die Frage ist jetzt natürlich, warum gibt man es nicht direkt explizit an? Der Grund, warum ich das nicht gemacht habe, ist, weil ich diese Cypher-Listen halt für spätere Versionen auch wieder verwende. Und ich will halt, dass wenn neue, stärkere Cypher dazukommen, die halt irgendwie gleich in die Liste richtig einsortiert werden. Genau. Also im Prinzip, was ich hier mache, ist, ich lasse zusätzlich noch SHA zu als Hash-Algorithmus, weil an vielen Stellen braucht man das halt blöderweise, also gerade von älteren Windows-Rechnern und auch von älteren Linux-Maschinen. Und zusätzlich lasse ich noch zum Beispiel Camellia zu neben AES.
und ein paar andere Sachen. Schaut es euch mal an. Ich verwende keine Elliptic Curve Cryptography übrigens, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Ich gebe nachher noch ein paar Links an, weil es sind auch noch Cypherlisten für die Leute, die vielleicht auf ECC ein bisschen trauen, mehr trauen als ich. Genau, so, dann nächste Sache, wie sieht es aus mit Firefox und Thunderbird, Icewind und iStuff? Es gibt in der About Config eine Reihe von Settings, die fangen an mit security.ssl3.cypher. Das heißt, da könnt ihr explizit hingehen und könnt Cypher, die euch nicht passen, deaktivieren. Das ist erschreckend, wie viele Cypher bei default aktiviert sind. Ich habe mal was vorbereitet, was nicht klappt. Ach man. Kann man das sehen? Nö. Total. Ich schon. Wie? Kann man das auch größer machen? Lass uns sehen. Jemand muss das. Ah, es geht, yay. Es geht mit Firefox gehen. Keine Ahnung, genau. About Content habe ich das noch nie gebraucht, ganz ehrlich. Okay, also Security. Genau, und dann seht ihr schon, fangen die hier alle an mit Security S2.3. Und ich habe jetzt zum Beispiel hingegangen und habe bis auf Affirmative Helmet RSA AES 128 SHA und das gleiche noch mit 256 und das gleiche ohne Diffie-Hellman nur mit RSA 128.256 und eine Elliptic Curve Geschichte alles deaktiviert. Der Grund, warum ich die hier aktiviert habe, ist, weil sie kann Forward Secrecy und das ist quasi so ein bisschen so ein Trade-off. Die allen anderen hier, die können auch Forward Secrecy, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist ein bisschen so ein Trade-off, also viele unterstützen halt nicht alle von denen und deswegen habe ich mich entschieden, die eine Elliptic Curve Cryptography Geschichte noch alle zu erlauben. Alle anderen habe ich deaktiviert. Und bis auf meine Bankwebseite bei Online Banking, die mit Triple Desk verschlüsselt, kann ich tatsächlich alles verwenden. Das nennst du verschlüsseln. Ja, verschlüsseln. Ich weiß. Ja, aber immerhin, man muss ihn zu unterhalten. Die Daten leicht schaukeln, damit sie ein bisschen umfallen. Du hast eine maximal fünfstellige PIN. Was? Du hast eine maximal fünfstellige PIN fürs Login. Nein, ich habe eine vierstellige PIN und ich muss randomisiert selektierte Zeichen aus meinem Passwort eingeben. Ist das bei vier Zeichen aus dem Passwort ist das voll geil. Ja, natürlich. Und das Allergenialste ist... Welche Bank... Okay, du musst jetzt legen. Welche Bank... NatWest, das England, die ich noch habe. Also die in Deutschland, die können alle besser. Möchtest du dir darüber Gedanken machen? Ja, wie viel Euro hast du auf deinem Konto? Das möchte ich jetzt nicht dafür sagen. Es gab letztens mal von selber Video eine Aktion in Deutschland, die unsicherste Bank, da haben sie sich mal alle Bankwebseiten rausgesucht und mal nachguckt, welche von denen haben alle noch RC4 an, a.k.a. alle. Und dann haben sie mal so gestartet, wir haben jetzt mal alle Banken angeschrieben, mal sehen, wer der Letzte ist, der noch RC4 an hat. Es war teilweise sehr erschreckend, was dafür Antworten auf deren Anfrage kamen. Ja, ich bin jetzt die Postbank, hat mir gestern einen Brief geschrieben, dass sie nur sicherste Online-Bank Deutschlands geworden sind. Yeah. Die Postbank, das ist doch dieses gute Nestlose Alter. Das ist diese Bank, die für sämtliche Belegte, weil wir nicht über Bankmeister Geld eingeführt hat. Das ist endlich so eine andere Bank. Ja, ich hätte noch die Frage, SSL2 hast du dann anscheinend dann standardmäßig ausgemacht. Was? SSL2 oder ältere Sachen hast du halt schon natürlich. Die Settings heißen nur SSL3, aber die haben mit SSL3 nichts zu tun, also die werden auch bei TLS gepult und so weiter. Ja. Die heißen halt nur so, aus historischen Gründen noch so. Genau. Ja, da gibt es auch ein Setting, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber es gibt auch ein Setting mit SSL-Minvar oder sowas, keine Ahnung. Übrigens, in Thunderbird funktioniert das genau das gleiche. Also wenn ihr in Thunderbird zu der About-Config geht, die Settings heißen ganz genau. Jo, gehen wir mal weiter. Die Demo habe ich jetzt gezeigt. Dann SSH. Also, was haben wir da für Möglichkeiten? Bei der SSH, am SSH-Server, also in der SSHD-Host, wie heißt die? SSHD-Config, genau so heißt sie. Kann man halt folgende Dinge eintragen. Klar ist Protokoll 2, sollte man eigentlich immer machen, 1 ist sowieso Kacke.
Bei den Host Keys darauf achten, dass ihr einfach kein DSA und kein ECDSA Host Key habt. Also Keys löschen und dann die Host Key Einträge rausnehmen oder eigentlich Host Key Einträge rausnehmen reicht schon. Dann ein RSA Key natürlich 4000, mindestens 4000 Bit. Also 4000, was ist das? 96 oder sowas. Und dann habe ich mir zusätzlich noch so einen 825 Key genommen, den ich mittlerweile standardmäßig verwende. Also die Reihenfolge hier ist egal. Und zwar die Reihenfolge, in der die quasi wirklich angewendet werden, dass bestimmten anderen Parameter, den ich jetzt hier gar nicht gezeigt habe. Bei den beiden macht er standardmäßig einfach den hier zuerst und das ist eigentlich auch sinnvoll. Dann klar, kein Root-Login und wenn, dann halt nur ein Without-Password. Strict-Modes, damit die entsprechenden Authorized-Keys-Dateien nicht von jedem gelesen werden können und keine leeren Passwörter. Und dann, was für Algorithmen, da würde ich einfach von allen, die es gibt, alle rausschmeißen, bis auf die beiden. Weil all die anderen sind entweder SHA-1 oder haben irgendwelche anderen Parameter, die ein bisschen blöd sind. Ich habe jetzt nicht alle aufgelistet, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es euch anschauen. Bei den Cypher habe ich die Variante von DJB ganz oben hingetan und dann halt noch ein bisschen AES mit mindestens 128 Bit. Von den NACs habe ich eigentlich im Großen und Ganzen die meisten rausgeschmissen, weil sie nicht Encrypt Then NAC waren. Aus Kompatibilitätsgründen habe ich noch ein paar andere dazu und habe auch noch ein SHA-1 hier. Aber wenn ihr eine gescheite, hauptwegs aktuelle Linux-Maschine habt, braucht ihr das eigentlich nicht. Joa. Ansonsten, in meiner SSH-Config auf allen meinen Rechnern habe ich mehr oder weniger die gleichen Sachen eingestellt. Also, gut, das ist jetzt was ganz anderes, aber auch wieder Protokoll 2 von den Algorithmen in der Reihenfolge, also ganz oben den App-Key, einfach Geschwindigkeit und Sicherheit ein bisschen das Beste. Unten drunter RSA und ja, das gleiche nochmal ohne Cert. Also Cert ist quasi nochmal zusätzlich ein Level. Das wäre, wenn ihr euch ein Client-Zertifikat installiert. Dann können also quasi nur die Clients, die auch wirklich das Zertifikat vorweisen können, sich an dem Server überhaupt einloggen. Das habe ich bei mir nicht, aber falls ich es irgendwann mal mache, ist die Reihenfolge quasi einfach, das zuerst zu nehmen und nicht ohne die Zertifizierung. Dann Key-Chance-Algorithmen, die gleichen. Einmal die Edwards-Kurve und einmal einfach der Diffie-Hellman. Die anderen Diffie-Hellman-Varianten haben nur SHA-1 auch wieder genau das gleiche Problem. Dann Cypher. Da habe ich auch wieder AES und diese Cha-Cha-Kurve genommen. Und bei den Macs habe ich die älteren Varianten mit den SHA-1 und so weiter rausgelassen und nehme eigentlich nur Encrypt.Mac. Problem ist natürlich, nicht alle Server können das. Also es kommt immer mal wieder vor, dass man zu einem alten Server sich verbinden muss, wo das nicht hinhaut. Deswegen stehen hier drei Punkte. Und zwar, SSH macht das nämlich so, er passt die Configs in einer gewissen Reihenfolge und also der erste gefundene Eintrag, der zu dem Host-String oder was auch immer für Parameter matcht, der wird genommen. Das heißt, er sucht nicht weiter. Dementsprechend muss man die am meisten generalisierten Settings, die ihr per Default nehmen wollt, ganz unten hinschreiben. Das heißt, das hier sollte ganz unten in die .ssh-config und Spezialisierung für irgendwelche Server, die diese Sachen nicht können, die solltet ihr oben drüber tun. Ja, Thomas? Muss ich dann bei den ganzen Servern, die jetzt schon drinstehen, die das aber alles können, auch jedes Mal das eintragen? Nee. Oder sucht der nur immer nach den einzelnen Host-Sternchen matcht einfach alles. Ja, ich habe die Hosts aber eingetragen. Ja, ja klar, aber der Punkt ist, er sucht für jeden Parameter alles durch im Endeffekt. Das heißt, wenn du das einfach unten dran machst, dann wird das per Default genommen. Und wenn du halt für einen Server das anders machen willst, dann musst du halt nochmal so einen Host-Log schreiben, wo du beliebig viele Hosts oder sogar auch, also was Host-Sternchen oder so geht auch, also ein bisschen simples Pattern-Matching. Und wichtig ist halt nur zwischen den einzelnen Hosts hier leerzeichen. Genau. Also zum Beispiel für viele Hosts muss man die Mac-Liste erweitern, weil sie halt nur SHA-1 können. Das heißt, das macht man einfach im Prinzip vorne dran. So habe ich es bei mir konfiguriert. Genau. Noch eine Frage dazu? Wenn nicht, würde ich einfach noch ein bisschen zusammenfassen und fertig. Gut. Jo. Im Prinzip als Endergebnis, die Defaults sind eigentlich okay. Also gerade bei SSH muss man nicht wirklich so viel machen. Wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man keine ECDSA-Keys verwendet, ist man eigentlich ziemlich sicher. Und prinzipiell kann man aber trotzdem immer ein bisschen bessere Krypto fahren, wenn man auf Kompatibilität nicht weiter berücksichtigt. Und als Links, das hier ist so
Was ich empfehlen würde, Applied Crypto Hardening ist ein Projekt, wo sich genau mit diesen Sachen beschäftigt, also welche Ciphers sind gut, auf verschiedenen Sicherheitslevels. Die haben ein PDF, das regelmäßig aktualisiert wird, und eine Mailliste, die ich sehr empfehlen kann. Da wurden einige sehr gute Diskussionen, die ich mittlerweile verfolgt habe. Und ansonsten für Secure, Secure Shell, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, vielfach noch auch darauf verlinkt. Das Ganze und alle Folien kommen bald auf meinen Blog. Spaß! Ja. Wer war diese Person, die du dreimal erwähnt hast, einmal bei den Olympischen Spielen? DJB, Daniel Bernstein. Amerikanischer Kryptologe, Kryptoprofessor, Mathematiker. Ja. Genau. Also sein Blog, blog.crypt.to, kann man auch empfehlen. Ist aber ein bisschen zu technisch, also ich verstehe da auch nicht. Quasi nichts. Aber atmen kann das natürlich drauf. Und bitte hört auf, Hefe zu lesen, außer wenn ihr euch fremdschämen wollt. Ich habe nur gesagt, ihr habt darauf verlinkt. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe gehört. Ich habe nicht inhaliert. Ich habe nur Hefe. Ja. Johannes? Setzt du wirklich noch SSL3 ein? Also ich habe das auf allen Servern, die ich so administriere in der Uni, was mittlerweile gar nicht so wenig sind, deaktiviert. Und bisher habe ich keine Klagen gehört, dass SSL nicht mehr funktioniert. Auch auf Servern, wo SSL-only angeschaltet ist, also quasi alle HTTP-Requests weitergeleitet werden. Ich glaube, ich habe das nicht über die Cypher deaktiviert, aber eigentlich in allen Services nochmal. Das stimmt, eigentlich könnte man die Cypher raushauen, die SSL. Achso, ich habe das nur in Apache deaktiviert, weil da meistens nur in Apache SSL spricht, sonst nichts nach draußen. Ja gut, halt Dovecot zum Beispiel. Ja, da habe ich es meistens auch deaktiviert, das ist richtig. Da habe ich bisher aber auch noch keine Daten gehört. Okay. Weil ich habe es auf meinen Webserver. Ein Browser ist, glaube ich, der einzige, der noch vielleicht halbwegs relevant ist. Unter Windows XP der letzte Internet Explorer, der kann meines Wissens noch kein TLS, aber das ist auch der einzige. Und wer Windows XP jetzt noch ein. Der müsste TLS haben. TLS glaube ich auch. Zumindest basic. Okay. Also dann habe ich das irgendwo falsch gelesen. Also die Cypher-Listen, die ich da gegeben habe, sind auch echt nicht auf Kompatibilität ausgelegt, prinzipiell. Mit Linux geht's. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Andere Sachen supporte ich nicht. Meinen eigenen Services. Ja, ist ein bisschen schlechter, wenn du auf die Uni. Ach, was? Soll er umsteigen? Hast du noch was?